So, hallihallo, da sind wir wieder zur nächsten Folge Rogue Legacy 2. Ich nehme die gerade im Anschluss an die andere Folge auf, in der ich mich nochmal über Pay to Win und Diablo Immortal so ein bisschen ausgebrochen habe. Wer es gesehen hat, wer es nicht gesehen hat, es ist, glaube ich, fast 40 Minuten Rumkotzerei. Ne, im Großen und Ganzen nicht wirklich eine Rumkotzerei, es ist eher ein bisschen auch eine Selbstverteidigung meinerseits, weil mir Leute schon unterstellt haben, wieso spielst du überhaupt solche Spiele, wenn du Pay-to-Win kacke findest. An sich finde ich Pay-to-Win halt nicht kacke, das sage ich in dem Video auch, es kommt nur darauf an, wie das Pay-to-Win gemacht wird. Und so wie es halt in Diablo Immortal gemacht wird, ist es halt auch nicht in Ordnung. Aber darüber kotzen wir uns jetzt in dem Video nicht aus. In dem Video müssen wir uns ein bisschen konzentrieren, weil in diesem Video werden wir wieder probieren, ein bisschen voranzukommen. Das Video, in dem ich mich über Pay to Win ausgekotzt habe, obwohl ich mich nicht drüber ausgekotzt habe, war ein Farming-Video. Was wir in diesem Video auch noch gemacht haben, ist, wir haben zwei oder drei Ouch-Upgrades in die Gold-Trades gesteckt, dass ich für spezielle Merkmale, für diese Merkmale hier unten, Synästhesie und Muskelschwäche zum Beispiel, noch mehr Prozent an Gold bekomme. Deswegen stehen wir hier auch wieder mit einem 105% Goldbonus drin. Und ich habe noch den Tresor geupgradet, damit von meinem Gold, das immer übrig bleibt, bevor wir in die nächste Runde gehen, noch mehr im Tresor landet, anstatt in Charons Tasche, weil Charon hat sich schon genug abgezwackt bei mir, der Sack. Der braucht nicht noch mehr Kohle. Der grinst schon jedes Mal so, weil er ein Millionär ist. Wir können ja gerne, wenn ich dran denke, können wir nach diesem Run mal gerne beim Tresor gucken, weil der Tresor, glaube ich, eine Auflistung hat, wie viel Kohle man überhaupt schon in den Tresor, beziehungsweise wie viel Geld man schon in Charon gesteckt hat. Das sagt einem der Tresor und ich glaube, wir werden uns das mal anschauen. Und wahrscheinlich werden wir ziemlich erschrecken. Und wie man sieht, habe ich auch wieder das schöne LSD-Ding, was mich letztes Mal das Leben gekostet hat hier im Turm. Autsch. Dieses Mal läuft es ein bisschen besser, aber der erste Raum ist auch ein bisschen humaner gehalten. Letztes Mal war... Jesus Gott. Letztes Mal war hier ja komplettes Chaos. Da habe ich ja gar nicht mehr durchgeblickt irgendwann. Oh, was ist das denn? Oh Gott, das ist dicke Monete, dicke Monete. Wir haben schon 3k. Junge, Junge. Ja, was ist eigentlich hier mit den Viechern los, Mensch? Da kommt eine Maske. Geh mal weg, du Maskerich. Na, so nicht. Oh Mensch, ey. Da hängt noch so ein Maskerich. Komm. Hinfort mit dir, du Schlaubi-Schlumpf. Warum auch immer ich den Schlaubi-Schlumpf genannt habe, ist halt so. Kann man jetzt nicht mehr ändern. Die Dinge wurden gesagt. Die Dinge sind, wie sie sind. Die wurden gesagt, die wurden in den Mund genommen. Die kann man jetzt nicht mehr ändern. Finde ich aber auch schön, dass man gesagte Dinge nicht löschen kann wie eine WhatsApp-Nachricht. Praktisch. Also, fast immer praktisch. Manchmal auch nicht so ganz praktisch. Je nachdem, was man geschrieben hat. Da geht's nicht lang. Toll, jetzt kann ich nicht mehr dashen. Ja, ich liebe diese Dinger hier, ne? Wer schon mal ein paar Videos gesehen hat vielleicht, der weiß, wie sehr ich den Sonnenturm und diese ganzen blöden Dinger im Sonnenturm hier mag. Die mag ich mehr wie alles andere. Auf jeden Fall. Ich finde ja nicht, dass der Sonnenturm das schlimmste Gebiet überhaupt ist. Davor habe ich das über die Stygische Fakultät gesagt. Das nehme ich auch zurück. Die ist mir um einiges lieber. Vor allem habe ich da nicht so Zeug. So, jetzt komm. Hoch da, mein Freund. Ui, 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 ui. Ah, nicht in die Wolke. Das tut nur weh. Autsch. So, jetzt aber rein da. Hör bloß auf, du. Toll, komme ich jetzt nicht mehr ans Gold, oder was? Komm's. Gold, Gold, Gold. Ich brauche das Gold. Ei, diese LSD, dieser LSD-Trip hier, Mensch. Das ist schon übel teilweise. Komm, weg mit dir. Du auch. Ach, es hat funktioniert. Ich wusste nicht mehr, ob es funktioniert. Ich wollte es einfach probieren. So läuft das meistens, wenn ich Rogue Legacy 2 spiele, ne? So.
ist hier los? Gab's hier was? Habe ich was verpennt? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Ich würde auch gerne mal wieder Richtung Bossraum. Ich würde wenigstens den Boss gerne noch ein zweites Mal probieren, damit wir vielleicht mal ein bisschen lernen, wie der funktioniert, der Gute. Aber das war mir bis jetzt auch vergönnt. Ich war bis jetzt nur einmal beim Boss. Komme ich da jetzt nicht mehr hoch? Doch. Gott sei Dank. Ach, guck an. Schöne Sache. Gibt's hier noch was? Nee. Ja, schön. Das war nicht schlecht. Das war komplett vorbeigeschossen. Richtig professionell. Och Mensch. Das musste sein, ne? Das muss auch sein. Was mache ich? Wieso... oh Gott, ey. Jetzt geht's richtig los hier. Ja, das war Ulrich ist tot. Weil meine Sprungtaste nicht springen wollte. Ja. Die Sprungtaste war es, nicht ich. Die Sprungtaste. Veganer. Mm, 105% Goldbonus. Ich glaube, wir nehmen den Koch und probieren es nochmal. Wir wollen ja weiterkommen jetzt. Menschenskinder. Das muss doch machbar sein. Hier hauen wir nochmal einen Punkt rein. Das meinte ich, das haben wir gelevelt. Ja. Das haben wir gelevelt. Das werden wir jetzt noch einmal leveln. So. Das haben wir gelevelt. Rein geht's. Ja, Mist, jetzt haben wir jetzt genug Kohle für die Rune, oder nicht? Die Rune, wo ist die Rune? Die hier. Das geht. Ja, ich brauche Runengewicht. Füge Gegner, die dich treffen, Schaden zu. Skaliert mit Vitalität, das ist nicht schlecht, das möchte ich. Aber was, lassen wir weg. Erhalte mehr Erz. Ach, die ist schon draußen. Erhalte mehr roten Äther. Weiß nicht, die sollten wir eigentlich fast drin behalten. Obwohl, wir haben eh nicht, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bin überfordert. Das lassen wir auf jeden Fall drin. Magievolltrefferschaden. Ich weiß es nicht. Regeneriert mehr Mana pro Treffer. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Obwohl, das ist doch, wir lassen das mal drin. Die Dauer von Statuseffekten. Erhalte Mana, wenn du einen Gegner mit einem Sprungtritt triffst. Das können wir eigentlich rausnehmen. Nehmen wir das raus und machen das rein. Das passt genau. 75% Schadensreflexion. Junge, das ist einiges. Jetzt müssen wir gucken, was kann... Nee, warte, du bist der Falsche. Zu dir wollte ich nicht. Ich wollte zum Tresor. Und zwar... insgesamt hast du dem guten alten Charon 48.880 Gold anvertraut. Der Kern hat fast 50.000 von uns eingesackt. Boah. Ja gut, wenn er halt Gold von uns kriegt, geht das hier die Tributstufe hoch, ne? Aber trotzdem, das ist schon einiges an Gold, was der Gute immer kassiert, Menschenskinder. Übel ist das, übel. So, jetzt... Das ist der Run, ich fühle es. Das ist der Run. Wir werden den Bossraum finden. Ne, wahrscheinlich nicht. Also wir haben ihn schon mal gefunden, aber ich weiß nicht, ob wir ihn nochmal finden. Also irgendwann wahrscheinlich schon, sonst nimmt das Spiel ja nie ein Ende. Die Sache ist, wie lange geht das noch? Wie lange geht das, bis wir den Boss besiegen können? Ich habe mir sagen lassen, dass der Boss anscheinend ein einfacher Boss wäre. Das hat sich für mich aber letztes Mal nicht so angefühlt. Was ist hier denn los? Ich bin gerade erst angekommen. Oh Gott, das war Panik. Gerade noch geklappt hat das. Da hängt ja noch so einer. Stirbst du jetzt bitte? Dann stirb halt nicht, oder? Och Mann, ey. Jetzt glaube ich es aber echt bald. Das ist wieder der erste Raum, ne? Oder fast der erste Raum. Menschenskinder. Oh, was mache ich? Doch, das ist sogar der erste Raum, Mensch. Heieiei. Geht's wieder gut ab. Ja, das ist auch wieder schön hier. Hier kann ich auch nicht rausdodgen. Noch besser. Ja, ich würde sagen, wir futtern erstmal. Läuft hier wieder richtig prächtig gerade. Wenigstens haben wir schon ein bisschen Gold zusammengekratzt. Stirbst du? Nice.
Weg mit dir. Ich weiß nicht, ob ich das tun will. Eigentlich nicht. Ich hab keinen so Bock drauf. Oh Gott. Das war knapp. Wie das funktioniert hat, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir holen uns hier draußen noch die Truhe. So schon mal nicht. Dann gehen wir erstmal hier rüber jetzt, komm. Ja, die Truhe, die Truhe. Oh, da war... Jesus, da war ja einiges drin, du. Heieiei. Au, so nicht. Stirb. So. Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir da rein? Gehen wir da nicht rein? Wie sieht's hier aus? Gibt's hier noch irgendwie was Heilungstechnisches? Das ist auch wieder ganz komisch, wenn du so einen Raum hast, in dem nichts geht. Ah, hier ist irgendwo. Da ist ein Loch. Na toll, so ein... Okay, hat funktioniert. Sagt nichts mehr. Oh Gott, was ist denn hier los? Jo, klar, natürlich. Natürlich! So schaut's aus. Sag mal. Geht's noch? Kommt ihr auch mal hier rüber oder bleibt ihr jetzt da? Ihr könnt gern hier rüberkommen, gell? Ich hab gar nichts dagegen. Ja, okay. Ich treff ihn halt auch nicht. Ich treff ihn immer noch nicht. Ach Mensch, ist das zum Kotzen. Ja, komm, ist gut. Nächste Klasse, bitte. Nervig ist das, echt, ich sag's euch. Ja, klasse. Dann halt den Piraten. Ist das nervig. Der kommt aber halt auch nicht da rüber. Der bleibt halt da drin stehen und spuckt die ganze Zeit auf mich. Mensch, das Kinder. So, da gehen wir gerade nochmal rein. Ich habe ja gesagt, that's the run. Wir schaffen's die Runde. Nicht. Mann. Das kann's nicht sein, du. Das kann's echt nicht sein. Ihr habt die Schnauze voll von diesem Sonnenturm. Irgendwann schaffen wir's. Irgendwann. Jetzt soll ich auch einfach mal wieder in die Herausforderungen reingucken. Aber da habe ich, glaube ich, auch nichts Neues. Nichts, was mir irgendwas bringt. Ich habe auch, glaube ich, kein Dings mehr auf Tasche. Nichts mehr von diesem... Das ist das der gleiche Raum wie vorhin, oder was? Verarsch mich doch nicht. Jo, klar, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja schön, ist das. Was soll das denn? Was ist das wieder für ein Raum? Das tue ich mir gar nicht erst an. Da gehe ich. Ja, klasse. Stirb jetzt, bitte. Nee, also ganz ehrlich, wenn die mir mit so einem Raum kommen, da bin ich raus. Knapp. Knappe Kiste. Das geht ja wieder gar nicht hier. Ja, komm, hör doch auf. Dann halt so. Oh, hoch da. Dann werdet ihr halt so weggesprengt. Ist mir egal. Zack, bumm. Raus mit euch, ihr Fische. Peng. So. Für was habe ich denn die Flinte dabei? Beziehungsweise die Kanone. Das ist eine richtige Kanone. Oh Gott. Das habe ich auch wieder gern hier. Ja. Blöde Schnecke. Autsch, warum mache ich das überhaupt? Warum habe ich das überhaupt getan? Das war knapp. Ich weiß nicht, dieser Sonnenturm ist doch einfach nur da, um Menschen zu foltern, habe ich so das Gefühl. Kannst du mir nicht sagen, dass das hier... das ist kein Stück human, ist das. Kein Stück human. Das ist Folter, oh Mann. Ach, die Wolken, die Wolken. Oh, das war knapp, da wäre ich fast wieder in der Wolke gelandet. Wieso nehme ich eigentlich nicht mein Schiffchen raus und flatter hier durch? Viel einfacher. Ha! So.
Was ist das wieder Schönes? Verliere kein Leben. Ja, easy. Gab's schon Schwierigeres wie das. Rune des Glückspilzes. Würfel zinken, statt hinterher zu hinken. Fähigkeiten Volltreffern haben eine zusätzliche Chance, Super-Volltreffer zu werden. Ich glaube, das soll Fähigkeiten Volltreffer heißen. Naja, ist ja auch egal. Ja, zurück habe ich es auch geschafft, ohne Leben zu verlieren. Das ist ja sehr schön. Weiß zwar nicht wie, aber es hat funktioniert. So, jetzt aber komm. Alles zurück. Und hier rein. Du kannst gar wieder gehen, mein Freund. Tschüss. Ach, du Sack. Ist er jetzt gestorben, oder was? Ach so. Ja, stimmt. Ich habe ja jetzt die Rune eingestellt, ich Depp, ne? Der ist wahrscheinlich jetzt krepiert, weil er in mich reingerusht ist. Selber schuld, mein Freund. Oh Gott. Was hängt da unten in der Ecke wieder rum? Jo, der kommt natürlich jetzt. Unterstehen Sie sich. Ach Mann. Ja, ich bin sowas von tot, ey. Ja, klasse. Also echt. Dieser verdammte Sonnenturm, es ist echt. Es ist echt. Nee, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist hier, ne? Schön ist das. Was kannst du? Komm, wir nehmen den Magier. Wenigstens kriegen wir wieder einen. Schön, da geht nichts. Das ist sehr schön. Ja, stimmt, bei dir gibt es was Neues, aber das... Hallo? Ah, jetzt, okay. Wo sind wir denn? Oh, da war sie doch schon. Ja, genau. Ja. Schöne Sache. Charon futtert schön die Pizza, der Sack. Lässt dir schmecken, du Hammel. Mal ganz kurz da reingucken. Da kann ich halt echt auch nichts, ne? Ich kann nur das... Ich könnte das Ding noch hochsetzen. Aber bringt mir das was? Bringt mir das überhaupt irgendwas? Empathie, Zusatz, Lebenspunkte und Schaden. Ja, keine Ahnung. Ja, wenn ich probiere mal das mal... Dann hätte ich gesagt, wir beenden hier. In der Folge. Danke fürs Zuschauen. Habt noch eine geile Zeit. Könnt ihr ja noch was anderes anschauen auf, oder auschecken auf dem Kanal, wenn ihr wollt. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder in einem anderen. Haut da rein. Ciao, ciao.